Ich möchte jetzt das verlesen, auf das wir uns verständigt haben anlässlich des heutigen Euro-Gipfels. Punkt 1. Wir haben uns heute Abend getroffen, um über die ernsthafte Situation in Griechenland zu diskutieren. Wir haben festgestellt, dass die Behörden des Euro-Raumes bereit sind, alles Notwendige vorzusehen, um die Finanzstabilität des Euro-Raumes sicherzustellen. Punkt 2. Im Anschluss an das griechische Referendum hat Premierminister Tsipras sich dazu verpflichtet, einen neuen Antrag zu stellen für das Programm innerhalb des Vertrages des ESM unter Einschluss von strikter politischer Konditionalität. Punkt 3. Wir haben uns darauf verständigt, dringlich zu prüfen, ob es möglich ist, eine Grundlage zu finden, um eine Einigung zu finden unter Einhaltung bestehender Verpflichtungen und unserer gemeinsamen Regeln. Punkt 4. Die griechische Regierung wird spätestens am Donnerstag, 9. Juli, detailliert Vorschläge vorlegen für eine umfassende und spezifische Reformagenda zur Prüfung durch die drei Institutionen. Das wird dann der Eurogruppe vorgelegt. Und Punkt 5, die Staats- und Regierungschefs werden am Sonntag, dem 12. Juli, zusammentreten. Let me add a few words. Und dann möchte ich noch einige persönliche Worte anschließen. Wir alle sind verantwortlich für das gegenwärtige Status quo. Und deswegen habe ich heute versucht, einen Konsens zu erreichen. Das wäre unsere gemeinsame Erfolgsstory ohne Verlierer. Sollte das nicht geschehen, dann wäre das das Ende der Verhandlungen mit allen möglichen Folgen. Und das gilt auch für das schlimmste Szenario. Wir alle werden verlieren. Die Unfähigkeit, eine Einigung zu finden, führt dann zum Konkurs Griechenlands und des Bankensektors. Und das wird sicherlich auf jeden Fall ganz schlimm für die griechische Bevölkerung. Ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass das ganz Europa betreffen wird, auch geopolitisch betrachtet. Wenn irgendjemand eine Illusion hat diesbezüglich, dann ist derjenige blauäugig. Wir haben nur noch 5 Tage Zeit, um eine endgültige Lösung zu finden. Das ist die traurige Realität. Bisher habe ich es vermieden, über Fristen zu sprechen. Aber heute muss ich es ganz laut und klar sagen. Der Stichtag endet diese Woche. Die Frist endet diese Woche. Wir alle sind verantwortlich für die Krise und wir alle haben die Verantwortung, diese Krise zu meistern. Dankeschön. Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker. Meine Damen und Herren, guten Abend. Heute fand eine Sitzung der Eurogruppe statt und dann auf höchster Ebene haben wir zunächst einmal den Bericht von Irene Dijsselbloem gehört. Ich habe eigentlich wenig dem hinzuzufügen, was der Präsident des Europäischen Rates gesagt hat. Ich wünsche mir, dass die griechische Regierung bis Freitag endgültig solide abschließend die Vorschläge vorlegt. Die griechische Regierung war bis heute dazu nicht in der Lage. Vor dem Referendum und nach dem Referendum, man hatte uns gesagt, auf der Grundlage der griechischen und europäischen Vorschläge wäre es möglich, heute Abend zu einer Einigung zu kommen. Heute Abend haben wir keine Einigung gefunden. Ich hatte, glaube ich, Freitag gesagt, dass ein griechisches Nein auf eine Frage, die sich gar nicht mehr stellte, bedeuten würde, dass die Verhandlungsposition Griechenlands geschwächt würde. Und heute Abend war diese sehr geschwächt. Und ich erwarte, dass bis Freitagvormittag unsere griechischen Freunde Vorschläge vorlegen, die endgültig und abschließend sind. Und bis Sonntag, aber nach einem Zwischenstadium am Freitag, werden wir feststellen, welche Lösung es geben wird. Ich möchte keine Hypothese ausschließen. So, und jetzt Ihre Fragen. Wählen Sie uns bitte Ihren Namen und auch das Medium, das Sie vertreten, mitteilen. Ich sehe nur einige wenige Hände. Bitte, wir beginnen hier.
Vielen Dank, Tom Russell, Economist. Am Sonntag beim Gipfel. Kanzlerin Merkel sagte, da werden 28 Regierungschefs aus der gesamten EU anwesend sein. Warum wird das ein EU- und kein Euro-Gipfel sein? Nun, wir haben uns dafür entschieden, zwei Formate am Sonntag zu haben. Das bedeutet die gesamte Gruppe, 28 Mitgliedstaaten, aber vielleicht sollten wir auch so etwa eine Stunde vorsehen für die Mitglieder der Euro, des Euro-Währungsgebietes. Wir befinden uns wirklich in einer kritischen Situation und leider können wir es nicht ausschließen, dass dieses schwarze Szenario zur Realität wird, wenn es keine Einigung gibt. Und dies würde natürlich dann bedeuten, dass wir auch über die Konsequenzen für die gesamte Europäische Union sprechen müssen, also nicht nur für das Euro-Währungsgebiet. Und für uns ist es natürlich auch sehr wichtig, die Meinung der Kollegen über eine mögliche humanitäre Hilfe für Griechenland, wenn es denn notwendig sein sollte, zu erfahren. Ohne Zweifel ist das sicherlich der kritischste Moment in unserer gemeinsamen Geschichte der EU, der Eurozone. Und insofern habe ich auch keinen Zweifel, dass die 28 Mitgliedstaaten am Tisch am Sonntag durchaus gerechtfertigt sind. Ich denke, dass die Frage, über die wir uns unterhalten möchten, alle 28 Mitgliedstaaten betrifft. Sie müssen wissen, Sie sollten es wissen, vielleicht wissen Sie es auch nicht, dass diese Situation auch Bulgarien, Rumänien, auch andere tangiert. Insofern wäre es nicht gerecht für diejenigen, die nicht im Euro-Währungsgebiet dabei sind, die auszuschließen aus dieser Debatte, die wir innerhalb der Euro-Währungsgebiets, diesem Raum hätte. Die Kommission ist zu allem für alles vorbereitet. Wir haben ein Grexit-Szenario im Detail ausgearbeitet. Wir haben ein Szenario, was die humanitäre Hilfe angeht. Und wir haben ein Szenario, und das ist auch mein Lieblingsplan, mit dem wir dem Problem Herr werden könnten und Griechenland im Euro-Währungsgebiet bleibt. Ich bin gegen einen Grexit, aber wenn die griechische Regierung nicht das tut, was wir von einer solchen Regierung verlangen oder erwarten, unter Wahrung der Würde des griechischen Volkes, und ich möchte alle diese Bezichtigungen, die der Öffentlichkeit gegenüber während der Referendumskampagne vorgebracht wurden, dass wir die Würde des griechischen Volkes nicht respektieren würden, dass wir Terroristen sind. Also das gefällt mir ganz und gar nicht. Wer sind die denn und für wen halten sie mich? Also ich bin auf jeden Fall ganz stark dafür, dass Griechenland im Euro-Währungsgebiet bleibt. Aber wenn die griechische Regierung nicht dazu in der Lage war, jetzt müssen sie uns sagen, wo sie sich befinden. Und der letzte Moment wird dazu von ausschlaggebender Bedeutung sein. Ich habe zwei Fragen. Angesichts der Tatsache, dass die griechische Regierung 3,5 Milliarden am 20. Juli der EZB gegenüber zahlen muss, welche sind Ihre Optionen? Glauben Sie, dass die Gesetzesverfahren dann durchlaufen sein werden? Wird es dann eine andere Anleihe geben? Und dann wird ein Teil dieses Deals auch eine mögliche Neuverhandlung der griechischen Schulden sein oder ist das außerhalb des Programms, so wie Sie das sehen? Ich habe der griechischen Regierung gesagt und der griechische Ministerpräsident wusste das sowieso schon, obwohl er das seinem Volk nicht gesagt hat, dass wir über schuldenrelevante Themen im Oktober wieder sprechen würden, nachdem wir die griechischen Verpflichtungen für die nächsten Monate und für die nächsten Jahre
Sprache empfangen hätten. Was bedeutet, das ist nicht ein Thema für jetzt. Ich hoffe, und es könnte ein Thema für Oktober sein. Was jetzt die Verpflichtungen Griechenlands, der EZB oder auch anderen gegenüber angeht, so ist es abhängig von den Vorschlägen, die die griechische Regierung spätestens am Freitagmorgen um 8.30 Uhr vorzulegen hat. Beide Präsidenten müssen morgen sehr früh beim Europäischen Parlament anwesend sein. Deswegen werden wir die Pressekonferenz an dieser Stelle unterbrechen.